So, jetzt haben wir hier schön viel Brot. So. Und weiter geht's. Ja, ist alles soweit in Ordnung von der Lautstärke. Gut. Warte, bitte soll den Text nochmal hören müssen. Was? Nochmal. Ich denke, es ist aber komisch, wenn man den Text nochmal hört. Wie du gerade gesagt hattest. Ja, Delay. Ich glaube, ich muss Willem bei mir ein bisschen leiser machen. Das ist gerade zu laut. Ich verstehe dich nicht hundertprozentig gut. So. Na dann. Wenn Chester vielleicht nachher an den Stream kommt und wir dann noch Minecraft spielen sollten, werde ich ihm dann, glaube ich, mal den Server zeigen. Tommy, was wollen wir nachher spielen? Frag mich was Leichteres, ne? Faces of Death, Grand Natural 2, Euro Truck Simulator, was haben wir noch? Minecraft. Nein, Minecraft nicht. Das spielen wir nur noch bis 23 Uhr und dann wechseln wir. Weil ich habe heute auch genug Minecraft gespielt. Ich habe immerhin jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Stunden am Stück Minecraft gespielt fast. Solange du es nicht übertreibst, wie ich das mache mit Elite Dangerous von 300 Stunden. Ja, das ist schlimm genug. Verstehe ich auch. Also da habe ich eine Sache erlebt, alter Schwede. War ich auch im Clan drin und hab mir den Arsch dafür aufgerissen. Und wenn du mal einen Tag lang nicht gespielt hast, bist du sofort gefragt worden, wann willst du denn mal wieder? Das ging dann so weit, habe ich dann einfach gesagt, Leute, tschüss, auf Wiedersehen. Naja, du bist da auch gegangen, weil der Clan sich dann verändert hat. Ja, das hatte nichts mehr damit zu tun, wie man den gegründet hat. Stimmt. Ja. Wobei die mir von Anfang an schon ein bisschen zu krass waren, hätte ich gesagt. 1, 2, 2, 2, 3, 3. Na gut, es war ja ein RPG-Style. Aber man kann es da auch wirklich übertreiben. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Das Problem war einfach halt, dass Tommy, kennst du dich mit Elite Dangerous aus? Was? Der gar nicht zugehört. Ich habe gefragt, ob du dich mit Elite Dangerous auskennst, so ein bisschen. Das sagt mir jetzt nichts. Okay, da brauche ich nicht weiter zu erzählen. Ich weiß, ich kann es mal erklären. Es gibt halt verschiedene Fraktionen: das Imperium, die Föderation, was gibt's noch? Allianz. Hier sind sie versichert. Ja. Und das Imperium ist halt so ein bisschen Kriegszeug, also so ein bisschen sehr kriegerisch veranlagt. Und die sind halt alle gegen alle gewesen, also auch gegen die Föderation, die halt nicht so, wie ich es mitbekommen habe, ein bisschen friedlicher waren. Also Elite ist für mich selber halt nichts gewesen, weil ich bin bei der Steuerung nicht zurechtgekommen. Und es ist ein Weltraumspiel und Weltraumspiel finde ich ehrlich gesagt nicht so spannend. Und, naja. Weltraumsimulation wohlgemerkt. Ja. Was willst du da simulieren, was es nicht wirklich gibt im echten Leben? Frage ich mich gerade. Und der Epic Zocker HD, hallo, willkommen im Stream übrigens. Sorry, falls ich euch nicht gleich begrüßt habe, ich sehe es aber leider nicht, wenn ihr joint. Ich habe Chatty nicht mehr und Chatty sieht das sowieso nicht mehr, weil das Twitch abgeschaltet hat. Aber ich begrüße die Leute gerne im Stream, von daher, ja. Auch wenn der Switch wahrscheinlich wegen Minecraft da sind, aber naja. Ne, der Feuerleut ist oben drüber, gut, wird schon. Ich hab schon gedacht. Hey, spielst du auf einen Server? Yep, das ist unser eigener Server.
Aber bevor du jetzt fragst, ob du auch mitspielen darfst, noch nicht. Was? Was schwätzt du da? Was? Ein Slot haben wir noch frei. Ja, aber ich würde gerne, dass die Leute kennenlernen. Ja, dafür ist die das Anmeldeverfahren da. Hast du Alzheimer? Aber willst du mich hier... Es gibt halt einen Grund, warum das andere Leute so... Also halte du am besten darüber die Klappe und lass mich das machen. Ja, okay, also... Also, kurze Information. Wir haben zurzeit leider nur noch einen Slot zur Verfügung, der frei ist. Das heißt, eine Anmeldung ist noch möglich. Das läuft über unsere Homepage. Wenn du willst, kann ich dir sie geben, kannst sie ja durchlesen. Und wenn du gewillt bist, meldest dich an, dann quatschen wir miteinander und dann ist gut. Mir ging es halt darum, wegen Kiefer so ein Kram, ne? Also, wegen was? Wegen Glühfer und so ein Kram ging es mal darum. Dass ich halt gerne vorher die Leute einschätzen würde, nicht dass dann. Ja, aber du sagst Leuten jetzt direkt, wenn sie fragen, eigener Server, sofort damit ankommen, wir haben keinen Platz mehr. Ich habe doch nicht gesagt, dass wir keinen Platz mehr haben. Im schlimmsten Fall kann es dir nämlich da passieren, dass die Leute sich sofort umdrehen und sofort abhauen und dann hast du da Interessenten vielleicht ein bisschen vergraut. Wir müssen auch erstmal Tommy fragen, ob er was dagegen hat, ob noch mehr mitspielt. Also Tommy weiß, glaube ich, dass wir so auf 10, 12 Leute hochgehen wollen und dass wir den Server schrittweise, wenn die Slots voll sind, erweitern. So war das auch von Anfang an gesagt. Okay, also Epic Zocker, warte mal, hast du die? Ne, hast du nicht mehr. Warum? Ich poste mal kurz einen Link, da stehen nämlich auch die Regeln drauf. Da kannst du mal die Website angucken, wenn du willst. Da steht ja auch, wie gesagt, die Regeln mit dabei, was wir für Regeln haben. Und nee, schon okay. Ich weiß, wie er das meint. Nicht, dass jemand einfach so aufkommt und alles zu sehr grieft. Genau das nehme ich. Wir hatten nämlich bei einem anderen Server, wo wir früher mal waren, mit dem, wo ich demnächst auch am Zimmer wieder spielen werde, habe nämlich ganz am Anfang das Problem, da hatten wir Regenbogenkies, hatten wir einen, der hat halt andere ständig getötet. Und da hatten wir dann halt eine Whitelist eingeführt und wollten erstmal die Leute ein bisschen kennenlernen im Stream von demjenigen, also Coax 2005 war das gewesen, bevor wir die Leute auf den Server lassen. Dass er halt die einschätzen kann. Obwohl du überall das große Problem hast, die Leute können sich verstellen. Ja. Und das ist immer so die Gefahr, als wenn du dir ein trojanisches Trojaner reinholen willst. Ja. Da steckst du nie dran. Also ich hatte ja auch schon oft genug. Gut. Ich kann dir mal eben kurz, ich sag dir mal eben kurz, was ich alles schon aufgebaut habe und dann kannst du gleich weiter erzählen. Also bei uns ist das so, die Anmeldung geht über unsere Homepage. Wir haben ein eigenes System zur Anmeldung und danach findet ein Skype-Gespräch statt. Und wenn das gut verläuft, dann geht's über, kriegst du die TS-Daten. Kommst in die Whitelist rein und bekommst Zugang zum Server. Das sollten wir vielleicht nochmal überlegen. Was machen denn die Leute, die kein Skype haben? Die TS oder Skype? Ja, entweder TS oder Skype. Ja, wenn du nämlich den dann nach dem Skype-Gespräch dann erst die TS-Daten gibst. Deswegen möchte ich eigentlich erst über Skype. Weil ich selber habe nämlich auch kein anderes Programm mehr außer Skype, was Instant Messaging angeht. ICQ hatte ich ganz, ganz früher, das benutze ich aber absolut nicht mehr, weil ich hatte dafür auch keine Kontakte mehr drin. Und naja, also das hier, dieses Gebäude hier, das ist unser Verwaltungsgebäude. Es ist zwar noch im ziemlichen Rohbau, die außenrum die Fassade, die haben wir per Creative Mode zwar gebaut, aber den Rest, was jetzt nicht so die Dekoration und so angeht, das wollen wir alles später noch selber craften.
Wobei ich auch gesehen, also wie, wo wir auch gesehen haben, DecoCraft. Wenn man jetzt zum Beispiel das Zeug, das kann man gar nicht craften, glaube ich. Tobi, ich glaube, das DecoCraft-Zeug, das kannst du gar nicht craften. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Also das müssten wir dann im entweder cheaten oder halt in Creative Mode. Wobei ich das dann, wobei ich das ja nicht als, als Cheaten ansehen würde, ehrlich gesagt, für Zeug, was du halt halt gebrauchen kannst, aber was du halt normalerweise halt nicht craften kannst, dass du das dann halt was macht denn das Alter? Ja, ja, ich hatte den Creative Mode an, naja. Und doch kann man das. Doch, man kann das Deko-Kraftzeug craften, echt. Also wenn ich da drauf, wenn ich da drauf drücke, dann halte nichts an, ja. Ja. Also dann müssen wir das wahrscheinlich mit einem bestimmten Workbench oder so machen, keine Ahnung. Also das ist halt. Warte mal, ich habe dir noch recht die ganzen Räume gezeigt, ne? Jetzt runter. Da brauchst eine bestimmte Werkbank. Ihr müsst mal danach googeln. Es gibt eine neue Version davon. Ich weiß nicht, ob das. Macht der hier schon wieder das Licht aus? Weiß gar nicht, ob das schon die neueste Version ist. Das ist übrigens. Also, hier geht es natürlich rein. Das ist die Klingel. Hallo? Funktioniert die wohl nicht mehr, oder wie? Oder habe ich Minecraft zu leise? Oder habe ich Minecraft zu leise? Das kann doch nicht sein. Mal. Wie funktioniert diese doch? Also ich kann nicht mehr drauf drücken. Ich will jetzt mal eben kurz neu dran machen. Jetzt. Und das ist größtenteils natürlich hier als DecoCraft-Zeug. Und ja, das ist die Spendentruhe. Tommy, du hast übrigens immer noch nicht das Zeug aus der Spendentruhe ausgenommen, ne? Willst du das nicht langsam mal reintun, raustun? Irgendwie. Wenn ich nicht brauche. Na gut. Das soll später der Personalraum werden, also sowas wie ein Ausruhraum und so. Hier ist der apropos Sitzungssaal. Tommy, kannst du mal kurz in den Sitzungssaal kommen? Das wollen wir doch noch erledigen. Ja, machen wir unsere Sitzung. Ja, da werde ich jetzt nicht mal in den Chefsessel setzen, solange geht das überhaupt eher. Solange der Herr Dinges nicht da ist. Enemy Slayer, GZ übrigens. Was immer das für ein Ding ist. Und ja. Die Leute, die sich Tommy sehr gut und normal gut auskennen, sind immer gerne bei uns willkommen. Ja, das ist die. Das ist der Regenbogen. Den Insider wirst du jetzt nicht verstehen, noch nicht verstehen, ehrlich gesagt, aber Regenbogen. Als Insider, der kommt daher, weil ich einen bestimmten Let's Player, Koshirano, verfolge und und der mit seinem Hut, Alter, der, ich habe übrigens den Skull im Hut hier, der sagt statt Scheiße Regenbogen. Und ja, das ist halt so ein Insider. Ja, den habe ich übrigens auch, die TARDIS. Übrigens, was sitzt du denn eigentlich auf meinem Thron? Ja, weil du nicht da bist. Ach, so läuft das also. Weil wir beide sowieso jetzt an der Person sind. Ja, schön. Dann seid ihr auch die einzigsten im Besprechungsraum, also macht mal eure Sitzung. Und ich bin die geheimnisvolle Stimme irgendwo aus der Wand. So. Wie soll das eigentlich ablaufen? Thematik, Updates, Thematik, wie man am besten weiterbaut, was weitergebaut werden soll. Vorschläge, Anregungen und dann ist eigentlich schon durch. Also, da darf halt nur der Chef sitzen, Tommy. Nee, er meint den sitzt hier. Hallo. Ja. Stehen wieder geschnitzelt. Chef hat geschnitzelt. Also, jetzt nochmal, ich hab's dazu gehört, ich habe nur die Hälfte aufgenommen, weil du weißt, wie mein Gedächtnis ist. Hier ist erster Punkt. Was ist noch geplant an Updates? Wie soll das weitergehen? Das nächste, was wird als nächstes gebaut? Wie will man es bauen? Wie soll das Kraftwerk gebaut werden? Immer nur eins auf ihn. Dann fangt doch jetzt einfach mal an. Also,
Updates. Wie meinst du das mit Updates?